Die Karin hat mich gerade gefragt, ich war jetzt in Berlin am 9.11. Da war die Frieden jetzt Demo und die Karin war halt neugierig, was da passiert ist. Ja, es geht leider programmmäßig. Ah, man hört mich eh, oder? Ja, ja. Es geht programmäßig. Also es waren wenig Leute, es waren, wie ich hingekommen bin, war es ungefähr 16:30 oder so, dann waren gerade nur 120 Leute da, was ja ein bisschen traurig ist, ja, wenn man bedenkt, es geht um Frieden. Ja. Man muss aber auch schauen, es wurde halt irre gegen diese Veranstaltung mobilisiert. Und es war ja auch innerhalb der Mahnwachen nicht klar, ob das jetzt dazugehört oder nicht. Ja, es hat ein paar Distanzierungen gegeben, was aber sich jetzt rückblickend betrachtet, was gar nicht so schlimm war und auch nicht so gemein war, wie es rausgekommen ist. Was aber ich sehr gut gefunden habe an diesem Tag war eben, dass sehr mobilisiert wurde gegen die Veranstaltung. Ja, dass es eben bei dieser Friedensdemo-Watch-Seite Aufrufe gegeben hat, dahin zu gehen, um Radau zu machen, dass es auf verschiedenen Seiten von der Antifa Aufrufe gegeben hat, dahin zu gehen und zu stürmen. Ich finde es grundsätzlich nicht schlecht, ja, wenn man sich gegen Faschismus einsetzt, aber was halt die Antifa macht, hat damit nichts mehr zu tun. Und es hat die Jutta Dittfurt irre mobilisiert dagegen, die hat von einem Nazi-Aufmarsch geschrieben. Es wurde auf Facebook dagegen, gegen diesen Nazi-Aufmarsch am 9.11. mobilisiert. Aber letzten Endes waren es dann nur 50 bis 80 Gegendemonstranten. Ja. Das heißt für mich, dass man diese Leute eigentlich gar nicht mehr ernst nehmen muss. Ja. Also die tatsächlich dann als Protestierer, als Gegenprotestanten anwesend waren. Gegen diese Frieden jetzt leben. Ja. Das war eigentlich so mein Aha-Erlebnis aus Berlin. Keine Angst, genau, um das geht es eigentlich. Ja. Ich weiß, dass es aufbricht momentan. Ja, die Leute, es hat sich ausgezahlt, ja, standhaft zu bleiben. Es hat sich ausgezahlt, wirklich ehrlich für Frieden einzustehen, weil letzten Endes behaupten unsere Politiker ja auch, dass sie für Frieden sind. Ja, aber ich würde mal sagen, auf eine unehrliche Art und Weise. Weil wenn man ehrlich für Frieden einsteht, dann kann man auch nicht mit dem einverstanden sein, was in der Ukraine passiert. Ja. Wurscht, wie man zum Putin steht. Ja. Das geht einfach nicht. Ja. Ich finde, es hat sich bezahlt gemacht, dass wir ehrlich aus einer Herzensangelegenheit heraus uns auf die Straße stellen und sagen, so geht's nicht, weil es fangen die Menschen an, umzudenken. Ich weiß, dass Journalisten abrücken davon, von dieser